Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, ich bin gerade sehr in Quassellaune, denn ich habe gerade wieder ein Video gedreht und habe mich da sogar wieder über ein Buch besonders aufgeregt. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn ihr selber Videos dreht. Aber ja, ich bin noch ein bisschen im Rage-Modus. Aber ich komme gerade wieder runter und dachte, ich erzähle euch mal, dass ich ein neues Buch angefangen habe. Nämlich Magisterium, den zweiten Band. Also ist jetzt nur der Schutzumschlag, das Buch liegt da drüben. Der kupferne Handschuh ist ja der zweite Band. Und ich habe noch nicht viel gelesen, also wirklich nicht. Ich habe da irgendwie, glaube ich, die ersten zwei Kapitel oder was, wenn überhaupt, gestern Abend noch gelesen. Und Alter, man ist ja schon sofort wieder drin in der Story. Da passiert schon wieder gerade so viel. Mein Herz hat schon so gepocht. Also ich bin mal gespannt, wie der zweite Band so ist. Den ersten fand ich ja eigentlich ganz nett. Den haben wir ja in der Leserunde mal zusammen gelesen. Und da geht es ja auch um so einen Zauberlehrling. Aber Callum ist halt echt schon ein Charakter für sich. Also auch jetzt hier in den paar Seiten habe ich schon wieder gemerkt, oh ja, da ist er wieder. Aber da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich wollte euch jetzt direkt am Anfang nochmal über zwei Neuerungen informieren zum Thema Leserunden. Wir haben jetzt, also viele Leute haben sich ja gemeldet, auf Instagram zum Beispiel, und wir haben überlegt, beziehungsweise ich, dass wir Elias und Laia im August zusammen lesen werden. Also falls ihr da Bock drauf habt und ihr habt mir auf Instagram noch nicht geschrieben, beziehungsweise ihr seid nicht in der Leserundengruppe da drin, dann schreibt mir gerne auf Instagram, weil da bin ich schon echt gespannt drauf auf Elias und Laia, weil das so lange schon hier rumsuppt. Und im September wollen wir dann The Secret Book Club lesen, den ersten Band, denn da habe ich auch einige Kommentare bekommen, dass das am besten ab September passt. Und da bin ich total gespannt drauf, ob das was für mich ist. Weil meistens, wenn viele so ein Buch mochten, da entweder bin ich voll dabei oder eben genau das Gegenteil. Ja, aber falls ihr Bock habt, wie gesagt, wir lesen da immer so ungefähr 100 Seiten die Woche und tauschen uns dann am Sonntag immer aus. Und ich bin so froh, dass sich einige gemeldet haben, wirklich. Ich habe jedes Mal so Angst, oh, nachher will das gar keiner lesen. Aber irgendwie finden sich dann doch immer ein paar Leute. Die anderen Bücher, da muss ich nochmal gucken, wann ich die jetzt da reinpacke. Aber es ist nicht vergessen. Also ich habe mir alles notiert. Keine Sorge, aber da kommt bestimmt die Info irgendwann nochmal. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Leute, ich bin heute eiskalt eskaliert, wirklich. Wie ihr gerade gesehen habt, wir waren jetzt mal wieder in Bonn. Das war eigentlich nur ganz spontan. Flo hatte das letztens vorgeschlagen, ob wir da nicht mal hinwollen, weil als wir ja letztes Mal wegen dem Konzert in Bonn waren, da war das ja so mega heiß an dem Samstag. Da hatten wir irgendwie über 30 Grad und irgendwie hatte man da einfach gar keinen Bock, irgendwo rumzulaufen. Und jetzt sind wir da so ein bisschen durch die Stadt getingelt. Das war auch echt schön. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Sonnenbrand habe. Ich muss mich gleich erstmal fett eincremen, weil ich habe das Gefühl, das spannt hier so ein bisschen an den Wangen. Das ist natürlich das erste Mal wieder, dass ich mich jetzt nicht eingecremt habe. Beim letzten Mal habe ich ja in Sonnenschutz gebadet gefühlt. Und heute habe ich so gedacht, ach ja, das wird bestimmt gar nicht so. Das war jetzt auch so, das ist immer das Tückische. Das war die letzten Tage so verregnet und grau. Und heute, ja, hat die Sonne mal wieder alles gegeben. Aber wir waren auch bei TK Maxx. Und ich hätte alles kaufen können. Ich bin innerlich, glaube ich, ich hätte einfach alles kaufen können. Habe ich aber nicht, weil ich muss ja auch mal überlegen. Ich habe ja schon so viel. Auf der einen Seite hat mein Freund jetzt irgendwann keine Geduld mehr, wenn ich noch das tausendste Teil anschleppe. Aber ich habe gesagt, es gibt so
aus jeder Kategorie so etwas, was ich gerne hätte und ich bin auch fündig geworden. Also da war echt schon viel los. Aber da bin ich auch ein bisschen dankbar für Instagram, weil ich folge da so den einen oder anderen Account, der auch schon immer auf Code Orange Jagd ist und ich war einfach nur happy, Leute. Ich glaube, wir fangen mal eben kurz mit den zwei Duftkerzen an. Denn da hätte ich auch ein paar kaufen können, aber gerade so, was in diese Pumpkin-Ecke geht, das ja, kann auch sehr schnell anstrengend werden. Mein Freund mag diese Düfte generell eigentlich gar nicht so, deswegen will er, glaube ich, nicht, dass der Herbst überhaupt anfängt, weil dann die Kerzen wieder kommen. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch endlich ergattert habe, ist dieses Schätzchen hier. Das war ja im letzten Jahr total begehrt. Aber egal in welchem TK Maxx ich war, ich habe diese Kerze einfach nicht bekommen. Das ist ja auch von DW Home, die mag ich ja total gerne, generell schon die Marke, und zwar Pumpkin Spice Latte. Und ich bin nicht so der Kaffeemensch, also ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ich hatte auch schon mal so eine White Chocolate Caramel Kerze irgendwie von Bath & Body Works, die fand ich auch nicht geil. Aber Flo fand die mega, ich nicht. Aber die könnte echt gut sein. Obwohl die halt so eine Kaffeenote mit da drin hat. Aber irgendwie gefällt mir die tatsächlich. Ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass ich die gefunden habe. Und dann ja, ist mir noch eine von DW Home reingerutscht. Wo ich aber jetzt schon wieder Angst habe, dass ich die, dass mir die sehr schnell auf den Sack gehen wird. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch mit Maske da rumgelaufen. Und ja, die roch am Anfang eigentlich ganz gut, weil das ist Honey Pumpkin. Aber guck doch mal, wie schön die aussieht. Und vor allem dieser Deckel. Leute, guckt euch diesen wunderschönen Deckel an. Ich war instant verliebt. Das gab es auch noch mit so Spice Pumpkin oder so, aber viele Düfte sind halt schon so ähnlich wie die, die ich schon habe. Ich habe ja so einige Pumpkin-Düfte. Ja, das hat halt echt sehr was buttrig schon so ein bisschen. Ich bin einfach mal gespannt, mal gucken, wann ich sie anzünde. Dann gab es so viele Ray Dunn Gläser. Ich hätte sie am liebsten alle gekauft. Ich meine, die meisten Dinger da waren so Weingläser, aber ohne Stiel. Die sahen eigentlich ja ganz nett aus. Aber ich habe gedacht, come on, ganz ehrlich, ey, das ist ein bisschen groß und ein bisschen viel. Und wo willst du die wieder hinstellen? Und doch, keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich jetzt Schottgläser gekauft. Also muss der Jägermeister raus oder der Tequila. Ich sag's euch. Aber das ist ziemlich cool, weil... Mach mal hier scharf, Junge. Ja. Steht halt so Toxic drauf und Poison und was war das noch? Potion und Brew. Also das fand ich einfach so cool. Und ja, habe ich mir jetzt auch mitgenommen. Also kann an Halloween auch gesoffen werden, wenn ich das möchte. Das Schlimmste von allen waren die Gästehandtücher. Ich hätte alle kaufen können, ich wollte sie alle haben, aber wer braucht so viele in Halloween-Style? Ich habe jetzt zwei verschiedene mitgenommen, weil ich mir dachte, komm, damit kommst du momentan ganz gut über die Runden. Ich bin einmal sehr klassisch geblieben und habe mir diese coolen Dinger hier geholt. Das ist einfach halt nur mit so Kürbissen drauf, all over. Ja, ist irgendwie von Home Caro. Aber die sahen ziemlich cool aus. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich das. Und dann habe ich mir aber auch noch welche von Ray Dunn mitgenommen. Einfach, wo Happy Halloween drauf stand, in schwarz. Aber da war so viel. Da waren so schöne weiße, wo so Mumienkatzen drauf waren. Oder es gab ja so viel, wo Happy Halloween drauf stand. Sich da überhaupt zu entscheiden, dass ich war überfordert des Todes. Aber ich habe mir so gedacht, komm, dann hat man so was Schwarzes, wo halt ein bisschen was draufgestickt ist. Aber man hat auch... so ein bisschen was Knalligeres, was halt dann nichts bestickt ist, sondern mit Muster all over. Das fand ich jetzt eigentlich auch ganz nett. Aber ich schwöre euch, ich hätte die alle kaufen können. Dann habe ich eine Decke geholt. Flo war direkt schon so, du hast schon eine Halloween-Decke. Ja, die vom letzten Jahr mit den Spooky-Katzen da drauf. Die liebe ich auch immer noch. Aber das ist eine sehr kurze Decke. Also damit könnte ich mich nicht von unten bis oben komplett zudecken. Und die ist ja auch sehr dünn. Da habe ich gedacht, das ist halt eher so für, ach, wir haben schon Herbst, aber es ist noch ein bisschen warm und sonnig, so ein schöner Herbst, dann kann ich die rausholen. Aber wenn wir so in den dunklen Herbst-Halloween-Bereich kommen, dann habe ich mir jetzt eine große Kuscheldecke geholt. Ich versuche, ja, so da. Da sind halt überall so Kürbisse drauf. Und vor allem, die ist so schön flauschig. Oh, die ist so, weiß ich nicht, das klingt wie so ein Kaninchenfell oder so. Also richtig, richtig cool.
Well-Dressed Home. Okay, kenne ich auch nicht. Aber die habe ich total lieb gewonnen. Und eins, was ich euch jetzt so einblenden muss, weil ich das nicht hier vor die Kamera in der Perspektive kriege. Ich habe mir eine neue Fußmatte gekauft. Und ich finde sie einfach wunderschön. Auch da gab es so viel an Auswahl. Und ich muss ja sagen, ich suche ja schon seit letztem Jahr nach einer Halloween-Fußmatte. Das Problem ist einfach, es gab bei meinem einfach keine. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich sehe immer, dass andere irgendwelche tollen Matten gefunden haben und bei mir gab es einfach keine. Und jetzt hatte ich so eine riesen Auswahl, aber ich habe mich dann für dieses wunderschöne Exemplar entschieden. Es ist orange und dieser Geist da drauf und vor allem Welcome to our Haunted House. Das war einfach so, ja, es passt. Ich war glücklich. Richtig schön. Ja. Und das fand ich nämlich ziemlich cool, dass ich halt wirklich nicht ausgeartet bin. Ich glaube, da hatte, wie gesagt, Flo am meisten Angst, dass ich eine Kerze nach der anderen wieder kaufe, was ich ja auch am liebsten hätte machen können. Aber so, dass das alles so im Rahmen geblieben ist, so von allem nur so etwas. Und das war jetzt Bonn. Heute wollen wir noch den Kontaktgrill anschmeißen, denn ich habe bei Kaufland so vegetarische, vegane, ich weiß es gar nicht, was es ist, so Grill... Zeug gefunden. Das wollten wir jetzt mal probieren. Also ich probieren. Und ja, dann mal gucken, was jetzt das Wochenende noch so bringt. And I wanna take you there. Gerade meine My Little Box angekommen, aber bevor wir die auspacken, wollte ich noch mal ein bisschen Real Talk geben. Und zwar ging es mir heute nicht wirklich gut. Also heute Morgen war total schlimm. Ich habe mit dem Kreislauf total Probleme gehabt. Ich bin duschen gegangen irgendwie, habe es noch überlebt, aber danach, ich war so verschwitzt, ich hätte schon wieder duschen gehen können. Also mein Körper, der war total durch. Jetzt habe ich auch noch meine Tage bekommen und ich, ja, bin also so richtig jammerlich und weinerlich. Und falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann skippt gerne bis zum nächsten Part, wo ich das unboxe. Aber ich wollte einfach mal generell kurz über Jammern und wie man damit umgeht ein bisschen was erzählen, weil ich war mir halt echt total unschlüssig, ob ich das auf Instagram überhaupt posten soll, dass es mir heute nicht so gut geht und ja, ob das eigentlich überhaupt jemand lesen will, weil meistens, wenn man solche Sachen postet, weil eigentlich ist das ja jetzt nicht die Welt, dann kommen ja immer solche Sachen wie, oh, man ist ja so ein Jammerlappen, man meckert nur rum und es gibt viel wichtigere Probleme und so weiter. Aber für mich ist das heute einfach mein großes Problem gewesen, dass es mir nicht gut geht körperlich. Diese Wetterschwankungen von gestern noch über 30 Grad Sonne und heute 10 Grad weniger und Regen. Ja, leide ich halt ein bisschen drunter und dachte ich mir halt, ich poste das jetzt trotzdem mal. Oder es gibt ja auch die Leute, die ja nur so positive Vibes überall sehen wollen, die gar nicht noch Probleme von anderen irgendwie mitkriegen wollen, weil sie selber eigene Probleme haben. Und da habe ich halt echt überlegt, so mache ich das jetzt. Aber Leute, im Endeffekt gehört das zum Leben dazu und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und ich habe auch so viele tolle Unterhaltungen diesbezüglich gehabt, weil so viele Leute waren, die mir dann Herzchen dazu geschickt haben oder geschrieben haben, dass es denen auch so geht. Eine sogar gesagt hat, dass sie das ein bisschen beruhigt hat, dass ich das gepostet habe, weil ja, sie auch so wetterfühlig momentan ist und ihr das total viel zu schaffen macht, dieser Wechsel. Und ja, sowas liest sie halt bei anderen nicht. Und sie denkt halt immer so, sie ist jetzt extrem, weiß nicht, pingelig, extrem, ja, sensibel, dass sie das so fertig macht. Und das stimmt irgendwo, man hört nicht immer überall sowas. Und ich finde einfach, das gehört aber zum Leben dazu. Warum soll ich euch immer nur erzählen, wenn alles schön ist und toll ist? Weil das Leben ist nicht immer nur schön und toll und irgendwie ist das auch ganz, ja, gefährlich. Weil auf der einen Seite ist es für euch blöd, wenn ich immer nur die schönen Sachen zeige und nicht mal sage, wenn es mir schlecht geht.
Weil dann denkt ihr, wow, die hat immer so ein tolles Leben, bei der ist alles schön, die hat nie irgendwas. Und man fühlt sich dann selber vielleicht ein bisschen schlecht, wenn es einem auch mal schlecht geht und man fragt sich halt, was bei einem falsch ist. Und für mich ist es ja auch nicht geil, wenn ich immer nur denke, ich darf euch nur das Positive zeigen oder ja, war das jetzt positiv genug und nein, war das wieder zu negativ. Ja, mein Gott, es gibt halt solche und solche Tage. Und heute ist so ein Tag, wo ich echt nur jammern könnte. Ich bin, also momentan geht's Gott sei Dank wieder ein bisschen, zumindest mit dem Kreislauf, aber ich wirklich, draußen ist es 20 Grad, meine Bude hat das noch nicht gecheckt, hier drin ist es immer noch so warm wie so ein Kabuff und egal was ich gemacht hatte vorhin, ich war nur am Schwitzen, wie Sau, das geht echt gar nicht. Ja, deswegen, und jetzt musste ich mich auch vorhin nochmal so ein bisschen normal anziehen, weil ich habe auch die Benachrichtigung bekommen, dass halt der Postbote mit dem Paket kommt und die, ja, es kommt immer darauf an, wer gerade vorbeikommt, aber ich bin in der dritten Etage, so weit laufen die ja auch nicht mehr. Entweder schmeißen sie es ja dann unten einfach auf die Treppe, dann okay, hole ich es mir ab. Oder die kommen einem entgegen, je nachdem, wie gesagt, wer da kommt. Und da will ich halt nicht so ohne BH mit meinem löchrigen, engen Gammel-T-Shirt darunter laufen. Ich weiß, Probleme des Lebens, aber ist halt so. Nee, deswegen wollte ich mich einfach nur bedanken für, also ist zwar jetzt die falsche Plattform, aber falls mir auch jemand folgt, der mir auch auf Instagram folgt, danke für die tollen Gespräche, dass da so viel Zustimmung kam, dass da so viel, ja, so tolle Unterhaltung auch einfach waren zu solchen Themen. Und ich glaube, was eine gesagt hat, war echt einfach das Beste. Es ist immer noch mein Kanal, ich muss selber wissen, was ich erzählen will und auch wenn es halt mal nicht so schön ist. Aber ich habe immer direkt Angst, dass die Leute dann so denken, ich bin so weinerlich. Aber mein Gott, wie oft heule ich da schon rum, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Ist halt einfach jetzt mal so. Ja, und deswegen würde ich jetzt sagen, packen wir mal die My Little Box aus. Ich bin ein bisschen gespannt, also eigentlich sehr, weil das ist ja jetzt für 2 Monate. Das ist ja die große Sommerbox, deswegen kommt sie jetzt auch erst so, ja, mit Ende Juni, Juli, wo sind wir jetzt gerade, was? Ende Juli. Ja, normalerweise, die ist ja schon angekündigt seit Anfang des Monats und die kommt auch eigentlich immer relativ zeitig, aber weil die ja für 2 Monate ist, hat sie sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Das heißt, da soll jetzt eigentlich doppelt so viel drin sein wie sonst, auch von dem preislichen Umfang, weil die kostet dann so viel wie 2 Monate. Dafür gibt es halt im August keine, also packen wir die mal aus. Okay, das ist sie jetzt ausgepackt. Ich finde sie pottenhässlich, sorry, also das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Und ich habe das Gefühl, diese Taschen oder Beutel, die in letzter Zeit in der Box sind, sind alle nicht so mein Geschmack, weil die alle so kunterbunt zusammengewürfelt sind. Da bin ich halt einfach nicht der Fan von. Und ich finde, wenn man das in einem Monat mal macht, okay, aber in jedem Monat so eine komische Kunstschulenaktion, also weiß ich nicht. Sorry, aber ich, also generell, dass es schon wieder eine Tasche ist, nervt mich. Obwohl man sagen muss, dass es ja diesmal eine andere Form hat. Das finde ich recht cool. Auch hier im letzten Jahr gab es auch 2 Kulturbeutel, die man so zusammenpacken konnte. Also ich weiß jetzt schon, dass das keine Tasche ist, die ich benutzen werde. Weiß ich nicht. Aber wir gucken uns mal eben kurz an, was noch hier drauf ist. Denn, lup, hier gibt es auch wieder irgendwelche Spiele. Hier kann man sich einen Würfel basteln und dann ist halt, ja, ein kleines Spiel da drauf. Also das ist ja anscheinend irgendwie was mit Make My Lemonade, irgendeine Kooperation. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich glaube, ich packe erstmal hier hinten das aus, was hier so drin ist. Wir haben direkt den Super Ferienpass. Bring dein Gehirn zwischen 2 Sets Beachvolleyball in Wallung. Okay. Ja, bla bla bla. Irgendwelche Rabattaktionen. Okay. Naja. Halt so ein Killefit, ne? Okay, ich glaube, das ist wieder irgendwas für den, wie heißt denn das, Reisepass oder sowas, was ich alles nicht habe. Make Paper Planes. Gut, da ich in meinem Erwachsenenleben noch nie geflogen bin und auch gar keinen irgendwie so einen Reisepass oder irgendwas habe, ist das für mich wieder relativ uninteressant. Aber ich finde die Idee süß. Ich finde es auch farblich ganz nett. Ich meine, gut, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie, ja, wie die Tasche auch, wie für eine 5-Jährige, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch gemein, dass ich heute so eine Box kriege, wo ich generell eher so in Meckerlaune bin, aber
Ja, deswegen, bitte, bitte gebt mir euer Feedback, wie ihr die Sachen findet, damit ich weiß, ob nur wieder ich jetzt so schlechte Laune habe oder ob das auch nicht euer, euren Geschmack trifft. Aber wenn man sich so überlegt, dass das eine Sommerurlaubsedition ist, finde ich, passt das thematisch auf jeden Fall schon mal sehr. Aber ich, Urlaub, wegfliegen und sowas, bin ich raus. Okay, und das war dann hier hinten drin. Wie gesagt, die kann man dann so abklippen. Auch wenn ich nicht wüsste, wo man das sonst alleine hier benutzen sollte, weiß ich nicht. Machen wir die mal auf. Ah, okay, das finde ich aber doch interessant, dass man die so... Also da scheint doch noch einiges reinzupassen. Als erstes. Ich glaube, ich hatte von der Marke schon mal was. Ja, auf jeden Fall ist das eine Sonnencreme, denke ich mal. Also Lichtschutzfaktor 30 hat das. Sports Gel, das ist anscheinend geltransparent. Okay, es ist wasserresistent, hat keinen Duft halt drin. Und sie ist schnell absorbierend, nicht fettend, nicht klebrig, transparent. Genau, ein Sonnenschutzgel mit Infrarotschutz. Ideal für aktive Sportlerinnen, schnell und einfach auftragbar. Okay, ich bin jetzt keine Sportlerin, aber ich finde alles, was so mit UV-Schutz ist, ist halt echt nicht verkehrt, gerade im Sommer. Und ich glaube, das ist definitiv etwas, was ich auch benutzen werde. Ich meine, ich habe mir zwar jetzt erst eine Sonnencreme gekauft, aber wir werden ja bestimmt auch sonnigere Tage haben. So, dann habe ich von Barbour so Ampullen. Also ich weiß, viele lieben die. Ich glaube, meine Schwester ist auch sehr für so Ampullen. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine benutzt, weil ich ja selbst schon für Masken teilweise zu faul bin, um mir dann immer noch sowas Zusätzliches ins Gesicht zu klatschen. Aber gut, wir haben hier einmal Hydra Plus für mehr Feuchtigkeit dann, ne? Multivitamin und Lift Express. Ja, finde ich interessant. Mal gucken, ob ich die selber benutze oder ob ich die an meine Schwester abgebe. Muss ich mal gucken. Aber finde ich jetzt an sich auch nicht schlecht. Was bist du denn? Okay, das ist so ein Säckchen. Okay, sind das so Abschminkpads oder was? Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Also das sieht auch wieder aus wie der letzte Zirkus, passend zur Tasche. Hier so, ne? Aber what's that? Steht doch nichts drauf. Ich weiß nicht, falls ihr irgendeine Ahnung habt. Mein erster Impuls wäre, dass das hier so ein Reinigungspad ist. Aber, ja, keine Ahnung. Keine Info darüber. Aber wenn es sowas ist, dann finde ich es natürlich interessant, weil sowas natürlich sehr zur Müllproduktion, nicht beiträgt, sondern eben genau das Gegenteil. Aber ich kenne halt solche Dinge auch, die man dann von beiden Seiten verwenden kann. Ich finde das schade, dass das nur so auf einer Seite ist und dann eben aussieht wie Pipi Langstrumpf. Ich schiebe heute ein bisschen die Kamera hin und her, ne? So, dann haben wir irgendwas von irgendwas. Was für eine Marke bist du denn? Ach, von The Body Shop. Okay, das habe ich mir nämlich hier schon irgendwie gedacht, aber... My Choice. Vinyl Lip Gloss. Ach, das finde ich cool. Okay, der hat auch so einen Rosaton. Ach, das gefällt mir. Also ich hatte tatsächlich noch nie Make-up von The Body Shop. Ich hatte immer nur, das heißt nur, aber so diese Body Scrubs und Duschgele und so, das finde ich ja immer recht cool von dem Laden, aber doch keine so Kosmetik. Finde ich sehr cool, also da freue ich mich wirklich sehr drüber. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Ah, ein Body Scrub, wo wir gerade davon geredet haben. Das ist jetzt First Aid Beauty Fab. Bump Eraser Body Scrub für sensible Haut. Okay. Okay, es ist einfach nur ein Körperpeeling. Finde ich sehr cool. Ist auch nicht ganz so eine große Packung. Das kann man sehr gut mitnehmen oder auch mal schnell aufbrauchen zum Probieren. Marke kenne ich nicht. Aber auch Body Scrub wird bei mir immer benutzt. Also regelmäßig, nicht immer, aber regelmäßig. Okay, dann haben wir wieder so ein Anti... Was? Anti-Haare in den Augen klammern. Die haben ja auch immer Namen, ne?
Ah, okay, es ist eine Haarklammer. So eine. Ja. Ich bin jetzt nicht so das rosa Mädchen, aber warum nicht? Also auch hier mache ich mir die Haare ja häufiger mal zusammen, also spätestens dafür. Kann ich die, glaube ich, auch gut gebrauchen. Haarklammer finde ich jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann haben wir... Ach, das ist so ein Nagelset für Spielsatz und Nails. Set für siegreiche Fingernägel. Okay, sehr schön. Ich habe sogar noch irgendwo eins rumfliegen. Ich weiß nicht, ob das auch mal in der Box war oder in einer anderen Box. Aber das sind auch Sachen, die sind nie verkehrt. Dann hat man jetzt hier eine Nagelfeile drin, eine Zange, hier, wer ist denn das jetzt? Eine Pinzette und so ein Nagelclipser. Also das finde ich jetzt nicht verkehrt. Und das sieht nicht ganz so mega, mega kitschig bunt aus. Ich finde, das kann man gut, glaube ich, mit auf Reisen nehmen. Dann haben wir noch was ganz, ganz Großes. Und zwar von Cardi Naturkosmetik. Irgendwas mit Rose, wo ich jetzt schon mich nicht freue, weil ich mag keinen Rosenduft. Das ist so eklig. Ja, für mich ist Rose auch nicht Sommer, ne? Ich weiß, Rose ist mega, mega geil. Ach, es ist ein Shampoo. Okay, aber nein, es ist mehr als ein Shampoo. Das Geheimnis der magischen Kraft hat seinen Ursprung im Cardi-Elixier, dem ayurvedischen Kräuterextrakt, das auf der ältesten Naturheilkunde der Menschheit beruht. Mhm. Okay, es ist ein Shampoo. Ich werde es wahrscheinlich mal ausprobieren. Ich bin mir aber doch noch sehr unsicher, weil ich Rose halt einfach echt nicht geil finde. Also das ist so ein Duft, damit kann man mich wirklich jagen. Ich weiß noch nicht. Aber ein Shampoo, vor allem auch in einer großen Packung zum Probieren, finde ich jetzt nicht verkehrt. So, dann haben wir noch was von der Eigenmarke, von der My Little Beauty Marke. Lashdance Mascara. Ja, ich mag Mascaras. Okay, wie viel könnt ihr sehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das kann man jetzt nicht ganz so gut sehen, aber das hat halt so kleine Gummiborsten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wird bei mir definitiv verwendet. Ich glaube, hätte mich wahrscheinlich noch mehr gefreut, wenn sie wasserfest wäre. Das hätte dann zu diesem ganzen Beachparty-Thema, was die jetzt hier haben, hätte mich das noch ein bisschen mehr gefreut. Stattdessen ist es halt eine, die Wimpern länger machen soll. Aber das finde ich cool. Werde ich auch benutzen. Und, oh. Okay, das ist auch sehr cool. Ein Nagellack von Essie. Und zwar die Farbe Budding Romance 780. Ich meine, auch das ist es wieder rosa. Also ich weiß nicht, für mich ist rosa einfach keine Sommerfarbe. Aber es passt halt alles zusammen. Weil jetzt hat man den Lipgloss in rosa, man hat den Nagellack in rosa, darf sich mit Rosen-Shampoo die Haare machen. Ja, benutze ich auf jeden Fall, finde ich klasse. Ich habe schon so ein, zwei rosane Farben. Ich glaube nicht, dass sie sich sehr mit den anderen Essie-Farben unterscheidet, aber ich finde es trotzdem cool. Also vom Preisfaktor her finde ich das halt echt cool, dass da ein Essie-Nagellack drin ist. Und damit ist die Tasche auch schon leer. Also wie gesagt, die finde ich eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht, wie ich es dachte. Aber ich finde sie halt immer noch nicht schön. Sorry. So, noch einmal im Schnelldurchlauf. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, ob hier irgendwas für euch dabei wäre. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass das für zwei Boxen ungefähr hinkommt. Weil da hat man ja auch meistens drei Beauty-Produkte und zwei... ja, solche Accessoire-Dinger, sagen wir mal, das hier wären jetzt zwei und hier wären zwei und dann hätte man halt noch 1, 2, 3, 1, 2, 3 und sogar noch ein fettes Ding. Also das, finde ich, passt schon. Mein Highlight, würde ich sagen, ist definitiv der Lipgloss von The Body Shop. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, das mal zu probieren. Den Nagellack von Essie mag ich, weil ich ja Nagellacke sowieso total toll finde und Essie auch. Die Wimperntusche, damit kann ich auch immer was anfangen. Und... ja, ich glaube, der Body Scrub, den finde ich auch noch ganz nett. Also das sind so die Sachen, worauf ich mich so richtig freue. Wo ich sehr neutral bin, ist zum Beispiel die Spange, der Lichtschutzfaktor und das Nagelset. Da bin ich sehr neutral. Ja, wo ich halt ein bisschen Angst vor habe, ist wie gesagt dieses Rosenshampoo, weil ich mit
Rosenduft überhaupt nichts anfangen kann. Und ich finde, diese Dinger hier sehen immer noch sehr, sehr komisch aus. Vor allem, dass halt einfach nichts dazu hier steht, finde ich ein bisschen schade. So irgendwie was. Naja. Ich habe auch noch was gefunden. In dem Heft stand tatsächlich doch noch was zu dem Nail Kit und zu den wiederverwendbaren Abschminkpads. Ich finde die trotzdem hässlich. Aber ich finde, es ist eine gute Sache. Aber trotzdem nicht ganz mein Stil. Ja, und wie gesagt, mit diesen Passport-Dingen hier kann ich halt einfach gar nichts anfangen. Und die Taschen finde ich auch nicht schön. Ist überhaupt nicht mein Stil. Also, ja, falls euch das gefällt, herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir das gerne, weil da sieht man einfach wieder, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Meins ist es halt einfach nicht. Ja. Aber Schluss, also letztendlich würde ich sagen, es ist ganz ausgewogen. Es sind Sachen da, die ich halt wirklich mag. Sachen, wo ich sage, die werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Und der Rest, den sammle ich halt wieder. Und dann gibt es auf Instagram irgendwann wieder eine große Verlosung mit all den Produkten, die ich nicht brauche von der My Little Box. Aber dann haben wir das auch für diesen Sommer erstmal abgehakt. Bevor ich zu meinem Leseupdate komme, wollte ich noch einen Nachtrag zu der My Little Box geben. Denn irgendwie sind seltsame Dinge passiert. Ich habe mir nämlich mal die Instagram-Seite von der Box angeguckt, weil ich gerne mal wissen wollte, wie andere Leute die so gefunden haben. Und da kommentieren ja einige. Ich meine, viele meckern immer nur, weil sie das Prinzip immer noch nicht verstanden haben mit der Sommerbox. Aber ja, ich wollte mir das halt einfach mal angucken. Und siehe da, diese Tasche, die ich so hässlich finde, die meine Arbeitskollegin aber übrigens sehr, sehr hübsch findet. Also Geschmäcker sind da echt wieder verschieden. Die hätte es auch in einem leichten Fliederton komplett gegeben. Und man hätte sich das aussuchen können. Und das nervt mich gerade tierisch. Einer hat nämlich auch darunter geschrieben, oh, ich habe überhaupt keine E-Mail bekommen, wie kann das denn sein? Und dann kam halt so, ja, hast du vielleicht unseren Newsletter abbestellt, dann dürfen wir dir keine E-Mails schicken. Und ich war erstmal so, das könnte doch auf mich gar nicht zutreffen, denn ich habe schließlich schon mal eine E-Mail bekommen, dass es wegen dem bösen C länger dauert, bis eine Box da ist. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo ich mir damals den Lidschatten von MAC aussuchen durfte, welche Farbe. Es gab auch mal eine E-Mail, ob ich Ohrlöcher überhaupt habe, damit die mir diese Ohrringe da reinpacken können oder doch was anderes. Aber ich habe trotzdem mal nachgeguckt und tada, mein Newsletter war abbestellt. Jetzt frage ich mich gerade, habe ich das irgendwann mal gemacht? Und ich erinnere mich nur nicht mehr daran. Ich meine, das könnte sein, weil die spoilern auch ganz gerne. Deswegen folge ich ihnen auch nicht irgendwo auf Social Media, weil ich nicht so viel gespoilert werden will. Ja, oder ist es irgendwie anders mysteriöserweise passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich war sehr, sehr angepisst, weil ich mir so dachte, hätte ich gewusst, dass ich auch die Tasche in für mein Empfinden in schön gekriegt hätte, wäre ich um einiges glücklicher gewesen. Aber gut, kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich habe den Newsletter mal wieder eingestellt. Mal gucken, ob das so bleibt. Und ob ich mich vielleicht daran erinnere, dass ich ihn wirklich mal ausgestellt habe, weil er mich nervt. Also ich bin einfach mal gespannt. Aber naja, das nochmal zum Nachtrag. Kommen wir zu meinem Leseupdate. Also erstmal so zum normalen Stand. Mir geht es schon wieder viel besser. Und das Buch habe ich jetzt gar nicht in der Hand. Toll, Anna. Ich habe auf jeden Fall Magisterium. Ich blende es hier ein. Ich habe Magisterium, den zweiten Band, beendet. Und ich fand den zweiten Band so viel besser als den ersten. Also ich war vom ersten ja so nicht wirklich richtig überzeugt. Auch beim zweiten gab es ein Problem, was ich auch schon im ersten Teil gesehen habe. Aber ich fand es trotzdem total spannend. Und was am Ende passiert ist, hat mich einfach wieder mega umgehauen. Also harter, krasser Scheiß, wirklich. Das ist schon ein Buch, wo ich mir so denke, die sollen 12 oder 13 sein. Himmel, herrje. Das finde ich dann noch krasser als bei Lockwood, wo ich mir manchmal denke, ihr seid 12. Und was da so passiert, dass eure Seele noch irgendwie intakt ist, das ist verwunderlich. Aber gut, ich fand es auf jeden Fall trotzdem so spannend, dass ich gerne auch Band 3 lesen möchte. Den habe ich auch noch hier. Band 4 und 5 müsste ich mir erstmal kaufen, weil ich halt damals nur die ersten 3 bei Avell bestellt hatte. Ja, aber finde ich cool. Das war so ein Buch, das ließ sich auch so gut weglesen, so zwischendurch. Bin ich ganz, ganz happy. Dann habe ich noch ganz, ganz kurz nur in Writers in New York, jedes Wort ist für dich, von hier Gabi, also Gabriela Santos de Lima, angefangen. Aber ich habe auch erst Seite ja, 36 beendet, also noch nicht viel. Ich hatte die ersten Seiten ein bisschen Angst, weil ich ja wusste, dass sie sehr, einen sehr ausprägenden Schreibstil hat und sehr, ja, lyrisch manchmal schreibt, so ein bisschen, ne, in die Richtung. Aber bis jetzt finde ich es sogar ganz interessant. Also ich bin mal gespannt, was hier noch kommen wird. Hier geht es ja irgendwie um India und um Alec, und die schreiben wohl beide. Und wir sind jetzt gerade in New York angekommen und wir erfahren so ein bisschen was über Indias Hintergrund, warum sie da jetzt in diese Wohnung in New York abgestiegen ist. Weiter bin ich noch nicht, aber bis jetzt
scheint es ziemlich nett zu sein. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Und dann gibt es ja die Leserunde, die ich im August starte. Das ist ja auch jetzt schon gefühlt einmal geatmet, ist August. Da haben wir Elias und Laia. Da habe ich jetzt schon mal die Abschnitte eingeteilt. Das muss ich nur noch in die Gruppe schreiben, beziehungsweise die Gruppe erstmal erstellen. Aber ich habe es auf jeden Fall soweit schon mal fertig. Und dann gab es noch eine Überraschungszusammenkunft. Und zwar möchte ich ein Buch mit der lieben Friederike von Book Vampire zusammenlesen. Und ich habe tierischen Schiss davor. Ja, es geht tatsächlich um den dicken Schinken Anna Karenina. Und auf der einen Seite wollte ich es halt lieber im Winter lesen, weil da überall diese Schneeflocken drauf sind und so weiter. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man jemanden hat, der das mit einem lesen möchte, weil das halt echt fett ist. Und ich glaube, das ist so ein Buch, was halt sonst echt ewig lange hier versauern würde. Auch da habe ich gestern versucht, mal die Seiteneinteilung, die Abschnitte vorzunehmen. Wenn wir das alles so hinkriegen, also da habe ich ja am meisten Angst. Ich habe Angst, dass ich mich ein bisschen überfordere, weil ich eigentlich meistens eine Leserunde mache und nebenbei versuche noch in einem Buch, was ich privat lese, so zu lesen, weil ich lese halt nicht so viel. Und im August ist halt so 50-50, mal habe ich nicht wirklich was vor, manchmal bin ich schon ganz gut ausgebucht, so. Ja, deswegen, ich gucke einfach mal, aber das Gute ist, wenn man es ja zu zweit liest, man kann sich ja da mal ein bisschen besprechen, wenn ich dann sage, okay, komm, ich habe jetzt die Woche die 100 Seiten nicht geschafft, dann lese ich die noch eben nach. Das ist ja alles gar kein Problem. Also ich zumindest bin da sehr entspannt und ich glaube, so wie ich Friederike einschätze, ist sie da auch nicht ganz so pingelig hinterher. Aber wenn wir das wirklich so lesen, dann wären wir, glaube ich, in 2 Monaten durch. Wenn das hinhaut. Wie gesagt, wird spannend, weil Anna Karenina im August, Elias und Laia im August und das noch im September. Und im September gibt es ja dann auch die Leserunde zu The Secret Book Club. Ja, sollte machbar sein. Ich werde auf jeden Fall berichten. Aber ja, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Alleine das Buch einzuteilen hat schon so gar keinen Spaß gemacht, weil man die ganze Zeit gucken musste, wie man das hält. Das wird interessant. Das wird wirklich, wirklich interessant. Aber da werdet ihr definitiv auch noch genug von mitbekommen, wenn ich da wieder, ja, nicht mehr weiß, wie ich das Buch halten soll oder meine Beine sterben oder sonst was. Ja, und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder für diese Woche. Also ging jetzt mal wieder schnell rum, morgen ist Einkaufen angesagt, schneiden und dann geht's los in einen neuen Vlog. Mal gucken, was am Wochenende so ansteht. Ich habe 2 Optionen, ich weiß immer noch nicht, auf welche die Wahl fällt, aber auch das werdet ihr dann mitbekommen. Ja, und ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und ja, sage wie immer Danke. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu den Büchern. Habt ihr eins der Bücher schon gelesen? Wie gesagt, ich sage das jedes Mal am Ende und jedes Mal denke ich mir, ach, hätte ich es doch mal am Anfang gesagt, aber ich glaube, ihr seid alt genug, ich muss euch nicht sagen, dass ich mich über Kommentare freue und trotzdem tue ich es schon wieder, aber egal, ich gehe jetzt lesen.